Für uns war von vornherein klar, dass wir das Emporio-Quartier mit einem Hotel bereichern wollten. Das war direkt in der Planung vorgesehen. Und so kamen wir dazu, uns Gedanken zu machen, welcher Hotelbetreiber hier optimal passt, und haben uns letztlich dann für Scandic entschieden. Wir wollten hier einen Partner finden, der diese Thematik smarte Hotels, Green Building bereichert und hier auch eine ganz wesentliche Rolle spielt. Und da passte gerade Scandic ideal, denn Scandic betreibt diese Politik schon seit sehr vielen Jahren. Nicht erst, wie viele Unternehmen sozusagen auf einen Modezug aufgesprungen sind, erst seit ein, zwei Jahren. Scandic ist da sozusagen ein Pionier in diesem Bereich. Bei den Hotels steht man noch ziemlich am Anfang dabei. Diese Maßnahmen, die damit verbunden sind, durchzuführen, das fängt ja schon bereits bei der Planung an. Das haben wir bei Scandic sehr früh gemerkt. Die Materialien, die Auswahl der Einbauten, der Möbel, all das muss den Zertifizierungszielen letztlich gerecht werden. Insofern wird das noch viel bedeutender werden. Wenn Sie heute sehen, die wenigsten Hotels sind bisher zertifiziert. Das gibt es mehr im Bereich der Bürogebäude. Bei den Hotels wird das zunehmen, und deswegen sind wir froh, hier in Hamburg eines der ersten Green Buildings im Bereich der Hotellerie dann zu haben. Wir haben hier die einmalige Chance gehabt, auf einem großen Areal genau das zu realisieren. Wir stehen hier neben dem Emporio Hochhaus. Das ist ein Bürogebäude mit 23 Etagen, wo für die Mieter es ganz entscheidend war, dass sie einfach mehr angeboten bekommen als nur Büroflächen. Sie haben hier die Möglichkeit, Dienstleistungen anzunehmen. Wir haben Nord-Event als Partner, die eine große Eventfläche in der obersten Etage betreiben. Und künftig werden sie eben auch einen Hotelpartner direkt auf dem Areal haben, wo Besucher, die Gäste, übernachten können, wo man Restaurants besuchen kann. Und all das, das haben wir festgestellt bei der Vermietung hier, spielt eine große Rolle. Ein Gesamtkonzept an Dienstleistungen, was man hiermit anbieten kann. Für uns alle, wir sind mit Union Investment Real Estate hier im November umgezogen in das Hochhaus mit etwa 300 Mitarbeitern. Wir sind alle schlichtweg begeistert. Es sind wunderbare Arbeitsplätze, sehr hell, sehr belichtet. Das ganze Areal hier hat eine große Qualität, die Lobby hier und vor allen Dingen eben die ganzen Dienstleistungen. Wir haben hier ein Bistro, wo wir uns im Moment am liebsten aufhalten, mittags, wenn man was isst, wenn man sich trifft, Kollegen treffen will, das auch von Nord Event betrieben wird. Das ist eine sehr angenehme Sache, und wir freuen uns, dass eben ab September wird es ja dann sein, auch das Scandic Hotel mit einem Restaurant, mit einem Mittagstisch aufwartet. Und dann werden wir uns stärker hier in dem Innenhof, in der Restauration wiederfinden. Darauf freuen wir uns schon. Thank you.